Hallo, hier ist der Mammen-Freizeitkanal. Ich bin Ralf und stelle jetzt meinen Wokständer, meinen Grillständer vor. Den habe ich ja letztes Mal angekündigt in dem Video. Ich mache meinen Wok sauber, Wok entrosten. Und den habe ich mir natürlich auch wieder aus Sachen gebaut, die ich eigentlich nie noch hatte. Ja, als erstes mal die Ständer, die Beine von dem Ding habe ich mir noch wieder aus diesem alten Rohr hier von diesem Trambolin gemacht. Und zwar habe ich den einfach hier so aufgesägt, dann hier abgeschnitten und die Kanten hier ein bisschen hochgebogen. Wir gucken uns das gleich auf dem fertigen Teil an, aber nur zur Information. Hier dann hochgebogen, hier noch ein Loch durchgebohrt. Und das konnte ich dann ideal noch als Füße so nehmen. Ein bisschen gerade gemacht. Ich habe das aus dem geraden Stück genommen und habe die dann entsprechend ungefähr so in dieser Höhe, ja, Feuerhöhe, sagen wir, abgeschnitten. Ja, das waren die Füße. Wie gesagt, ich habe jetzt keine großartigen Aufnahmen von dem Bau selber genommen. So ein paar Sachen zeige ich gleich noch, aber teilweise finde ich sowas immer langweilig. Das Endprodukt ist meist immer interessanter. Und ich brauchte natürlich erstmal einen Ring. Und wie gesagt, meine altbeliebten Vespa-Felgen kamen hier zum Tragen. Und danach habe ich nachher die Füße auch so angeschraubt, nicht angeschweißt. Ich habe früher mal Maschinenschlosser gelernt vor ungefähr 1000 Jahren. Und ja, für mich muss es immer geschraubt, gebohrt und befestigt sein, demontierbar sein. Man hätte das natürlich auch anschweißen können, aber so kann man es immer noch wieder zerlegen. Ja, dieser Durchmesser hier ist dann ungefähr 27,5 cm, misst diese Felge hier. Und da habe ich dann natürlich, na, komm her, habe ich die Füße dann natürlich so mit angebaut. Und diese Fläche hier selber ist eigentlich viel zu groß noch für den Wok. Man kann den zwar reinstellen, aber der Ständer, sag ich mal, ist relativ leicht und der wiegt dann auch nicht so viel. Das heißt, wenn ich den Wok dann drauf schwenke, könnte der immer noch verrutschen. Ja, dann habe ich überlegt, was kann ich da machen? Da brauche ich eigentlich so einen Metallring hierfür, um den einzufassen. Und da ist mir nichts eingefallen. Und abends, wo ich so im Bett lag und über die Sachen nochmal nachgedacht habe, da kommen eigentlich immer die besten Gedanken. Und es gab ja früher diese Herde, diese Oma-Herde, kennt ihr wahrscheinlich alle. Da war links das Feuerfach, in der Mitte war so ein Backfach und rechts war so ein Wasserfach. Und die hatten ja oben so Eisenringe drauf, in verschiedenen Größen. Da habe ich ihn geguckt, was die kosten und denke, oh Gott, nee, das... viel zu teuer wieder für mich, kennt mich ja, ich mache das ja meistens dann mal so fast für 0 Euro. Aber die Idee hatte ich schon mal, aber wo kriege ich solche Ringe her? Und da fiel mir was Gutes ein, dann am nächsten Tag in der Nacht. Das hier ist ein idealer Eisenring und den kann man natürlich nehmen. Und der passt auch fast hier rein mit dem Maß. Ne, ein bisschen steht da hier über, das heißt, man muss den noch ein bisschen bearbeiten. Das ist einfach eine ganz normale Bremsscheibe. Ja, aufbewahren, nicht wegschmeißen. Und, Entschuldigung, da habe ich dann hier einfach weggeschnitten. Ja, ich muss Handschuhe anhaben, das Ding, das ist noch relativ schmutzig. Einfach den Rand hier weggeschnitten und dann habe ich erstmal meinen ersten Ring gehabt, der natürlich hier auch ideal reinpasst. So, aber wie gesagt, vom Maß passte das nicht genau, also musste ich hier von der Bremsscheibe noch etwas laut, ne? Bremsscheibe noch etwas abnehmen vom Durchmesser. So, mein erster Ring war fertig. Das passt auch ideal mit der Öffnung hier, wo ich den Wok reinstellen kann. Der Ständer ist dann schwerer und ich kann den Wok ideal hin und her schmecken. Die Hitze kommt genau von hier, also genau im Mittelpunkt, so wie man das beim Wok auch haben möchte. Ja, und einen kleinen Topf draufstellen, der würde ja hier
durchfallen. Also nochmal, nochmal die Flex. Und dieses Teil ist ja dann übergeblieben. Und das habe ich dann hier nochmal komplett aufgeschnitten. Habe ich natürlich hier das Einzelteil hier auch noch wieder gehabt. Habe dann den Grat entfernt mit der Flex, mit einer Schrubbscheibe. Und dann hatte ich dieses Mittelteil. Passte vom Durchmesser natürlich auch nicht, weil man sieht das ja hier, das ist fast ein Durchmesser. Und da muss ich natürlich den Rand natürlich auch noch wegnehmen. Das ist echt eine tierische Schweinearbeit mit dem Abtragen hier vom Metall. Das ist ein Staub, also ohne Maske und Schutzbrille da zu arbeiten, auf keinen Fall. Ja doch, ein Tuch um, plus Maske, plus Kopfbedeckung, plus Schutzbrille, weil das staubt richtig viel. Ne? Teilweise ist die Werkbank auch ziemlich schwarz gewesen, aber gut. Gut, dann habe ich das nochmal abgeschnitten, habe dann hier eine Fläche reingehabt und habe mir dann hier Schrauben raufgelegt. Die habe ich natürlich abgeflext und entsprechend hier angeschweißt. Und so konnte ich dann den Metallring selber hier einfach draufsetzen, ohne dass er mir durchfällt. Das heißt, ich kann dann, wenn ich das fertig habe, zeige ich euch gleich, hier noch so einen kleinen Topf draufsetzen, weil dieses kleine Loch hier, da fällt kaum was durch. Und so einen kleinen Topf habe ich auch nicht. Das passt also ideal. Ja, ein paar Bilder noch hier vom Zuschneiden, vom Flexen habe ich jetzt mit eingeblendet. Aber wie gesagt, den ganzen Bau hier zu dokumentieren. Gucken wir uns da mal das Endprodukt an, wie das Teil jetzt aussieht. Dabei noch zu sagen, die schwarze Farbe, die ich verwendet habe, die ist nicht feuerfest. Und bei den Temperaturen, ich hatte jetzt auch nicht so einen Ofenlack, müsste ich dann extra noch bestellen und eine Dose oder einen Farbtopf Ofenlapp, das ist wieder mit den Wörtern heute, Ofenlack bestellen. Das war mir dann auch zu teuer für einmal und Frachtkosten noch dazu. Baumärkte haben ja eh zu, kommst du eh nicht hin. Und dann habe ich einfach normale schwarze Farbe genommen. Wenn die dann, sag ich mal, über dem Feuer irgendwie sich zerbröselt und das reine Metall wieder durchguckt, egal, das ist nicht so schlimm. Funktion über Design ist bei mir immer die Sache. Design kommt ganz zum Schluss. Gut, gucken wir uns das Ding mal im Ganzen an.
Das war der Film zu meinem Grillständer hier. Und ja, wie immer, wem es gefallen hat, Daumen hoch und oder wie immer, wie es beliebt. Gerne auch ein Abo da lassen, freut mich immer wieder. Und die nächsten Filme kommen dann. Ich versuche jetzt auch endlich mal das. Entschuldigung, das alles hier. Ach so, was ich noch vergessen hatte. Dieses Metall ist natürlich sehr rostempfindlich hier, weil es roh ist, sage ich mal so. Und beim nächsten Feuer wird sich natürlich ein bisschen Patina auf jeden Fall hier unten drauf bilden. Und hier oben werde ich das einfach mit, wenn es heiß genug ist, einfach mit Rapsöl einstreichen. Dann wird sich hier wahrscheinlich auch so eine kleine Schicht drauf bilden und dann kann das nicht alles so schnell verrosten. Wenn es ein bisschen anrostet, mein Gott, ja, dann rostet es halt ein bisschen an, ist nicht so schlimm. Also bis das Material durchgerostet ist, da werden wahrscheinlich Generationen vergehen. Das sind hier bestimmt noch 4-5 mm. Ja, das dazu. Und ja, bis zum nächsten Film. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es grüßt euch Ralf und bis zum nächsten Film. Bis dann, tschüss.